Hallöchen allerseits. Heute gibt es im German Day Subscriber Coaching. Wir hatten Henk hier, der gerne mal gecoacht werden möchte. Und er mag gerne Arabien, hat aber noch recht wenig Multiplayer-Erfahrung. Spielt gerne Random Civ, mag es alle Völker auszuprobieren, meint aber, er ist noch nicht so stabil im Aufbau. Wir haben jetzt einen Gegner für ihn gefunden, der wahrscheinlich am Anfang nicht so viel unter Druck setzen sollte. Und ich glaube, wir haben hier die Möglichkeit, ein gutes Spiel zu sehen, eine Menge zu lernen. Wir haben ihn auch im Discord und ich werde ihn ein bisschen coachen. Und Henk, wir machen das halt so, dass ich dich erstmal ein bisschen spielen lasse und dann immer so ein paar Fragen zwischendurch reinstelle. Vielleicht ein bisschen Pause machen, dann schauen wir halt, okay? Alles klar. Okay. Wie startest du? Hast du so ein Build-Order am Anfang? Ja, also Standard, 6 auf Schafe, 3 auf Holz und Bohr und so weiter dann. Okay, dann schaue ich mir das mal an und wünsche dir erstmal viel Erfolg. Danke. Wir müssen hier leider den Chat noch wegmachen. VD sind und ab geht's. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ich muss mich eine Menge muten hier hin und her, das heißt, der Sound kann ein bisschen weg sein. Wir haben die Japaner gekriegt gegen die Inka und schauen ihm ein bisschen über die Schulter. Er atmet natürlich eine ganze Menge ins Mikrofon, aber wird jetzt halt einfach mal so sein und ja, wir hören ihn ja auch hier ein bisschen spielen. Okay, schauen wir mal, was hier so passiert. Oh Gott, das Scorespiel ist schon sehr brutal zum Zuschauen, glaube ich. Lassen wir mal lieber einen kleineren. Und das schaut schon mal ganz gut aus. 2 Dorfwohner hier und oh, ich habe die ganzen Rocket Beans Mods. Das war auch ganz gut. Und das ist auch der Sound ganz schön hoch, oder? So, und jetzt könnte ich mich vielleicht mal ganz gut konzentrieren, was hier passiert. Okay, wir haben Japaner. Auf der anderen Seite spielen wir gegen Inka, war das, wenn ich das richtig erinnere, ne? Genau. Okay, schauen wir erstmal. Wichtig ist, dass er ja erstmal einen vernünftigen Spielaufbau hinkriegt und dann schauen wir, ja, ist zum Beispiel ein Idol, der nicht so lange da sein sollte. Aber schau dir das mal an, er scoutet auch mit Schafen schon. Und wie passt es mit dem Scrollen hier nicht so geil? Naja, machen wir das so. Okay. Und hier die Gardoffen am Haus. Hängt was von Untätigen am Haus stehen? Oh, shit. Oh, alles gut, alles gut, alles gut. Haben nur 200 Leute zugeschaut. Ja, okay. Okay, mit den Schafen gefällt mir gut. Du hast schon ein zu viel auf Nahrung. Das heißt, an sich wäre da einer, ja, der schon früher jetzt 2 zu viel auf Nahrung und Dorfzentrum immer schön am Laufen lassen. Okay, er ist schon vom Start wirklich überfordert. Er benutzt aber eine ganze Menge Hotkeys, wie wir da im Hintergrund hören. Von daher ist er eigentlich ja, macht da schon mal ein paar gute Sachen. Ich finde die Wahl des Holzverlagers ganz gut. Und ja, da hätte er ruhig mal Nahrung droppen können. Hat er nicht so richtig gemacht. Und hier, oh, ah, da hat er auch noch gedroppt. Was kann ich heute? Da benutzt echt die Hotties ganz schön. Haut er gut drauf, der Junge. Ne? Okay, schauen wir mal, was wir noch so erkunden können. Er meinte, er wollte mal 3 auf Holz schicken. Mit Japanern sehe ich eher 4 realistisch, weil man natürlich eher andere Strategien spielen will. 3 wäre das Klassische für, wenn wir irgendwie sowas super aggressives spielen wollen. 4 wäre halt gut für entweder Langschwert oder Schwertkämpfer oder sowas wie Bogenschützen oder sowas, also die klassischen Einheiten für Japaner. Ja, Schaf fehlt im Dorfzentrum. Okay, Japaner. Was können die denn alles Gutes? Oh je, die Japaner. Gute Frage. Die Japaner. Was haben die denn nochmal? Die haben die Samurai, ja. Ja, ja. Oh je, da muss ich jetzt nachgucken, ehrlich gesagt. Okay. Was haben sie denn vielleicht nicht? Oder so? Ich meine, es ist Infanterievolk. Nein, Infanterievolk, das ist schon mal ganz gut, genau. Ich glaube, du hast ein bisschen viel auf Holz übrigens. Du hast vorhin gesagt, 3 auf Holz war dein Plan. Mhm. Jetzt eher so 6. Okay, Schwein gefällt mir gut. Vielleicht nimmst du aber 3 und baust eine Mühle an die Bären. Jep. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Tage nicht mehr gespielt und. Ausreden funktionieren die nicht. Ausreden funktionieren die nicht.
Okay, und wenn du mal irgendwie Zeit hast, wenn du weißt, okay, dein Britney Spears läuft, dein Dorfzentrum produziert, was es gerade übrigens nicht tut, das muss es immer, das ist das Allerwichtigste im dunklen Zeitalter. Dorfzentrum muss immer durchproduzieren. Dann kannst du so ein bisschen die Dorfwohner am Holz optimieren. Schau mal, wie weit die gerade laufen müssen. Ja? Muss an sich immer der nächste Baum, gerade wenn wir kleine Anzahlen haben an Dorfwohnern, sollte das immer optimiert sein. Genau. Okay, Gedanken ums zweite Schwein machen langsam. Haben wir das überhaupt gefunden? Nicht so richtig, ne? Oh nein. Ja. Okay. Ich tippe eher, dass es oben ist, wo dein Speer schon hinläuft. Aber vielleicht mal Webstuhl und schicken da schon mal ein Dorfwohner hin. Oder es ist halt hier drüben rechts vom Stein. Naja, Dorfzentrum auf jeden Fall immer weiter produzieren lassen. Das ist schon mal ganz gut. Okay, dann ist es hier rechts neben da genau, wo der. Ich glaube, den muss man dann weiter nach rechts schicken. Und dann wirst du das finden. Dorfzentrum, alle Dorfwohner rein, schnell! Oh Judy! Gott. Schießen! Okay, und jetzt raus wieder. Oder rein, ja, zur Nahrung. Eieiei. Das ist echt unglücklich, dass wir hier immer noch das Schwein nicht gefunden haben. Das ist schon wirklich auch Pech einfach. Wir haben so viel erkundet. Dorfzentrum immer produzieren lassen. Genau. Vielleicht nimmst du einfach mal 3, 4 Dorfwohner vom Holz und versuchst. Eieiei, wo ist denn das Schwein? Ah, ich weiß wo. Das ist im Dunkeln vor dem Reh. Das habe ich gesehen. Okay. Na Naja. gut. Na, das ist schon ungünstig gelaufen. Naja. Was als Trick machen kann, ist da so eine Farm bauen und die dann wieder löschen. Ah, ja. Aber das ist so richtig advanced. Das macht echt außer mir keiner, glaube ich. Von daher. Aber ja. Okay, dann Gedanken machen, dass wir gleich noch ein Haus bauen müssen. Oh, doch, oh, ui, schön gerettet, Hallöchen. Okay. Ah, passt doch ganz gut, passt doch ganz gut. Okay. Er ist schon leider einfach total Ich überfordert vom würde dann jetzt Start. auf Gold gehen. Auf was für Einheiten willst du denn danach gehen? Ach so, Japaner. Oh Gott. Ach. Ich muss schnell gucken. Okay, wichtig ist eigentlich, weil du ja erstmal vor der Allzeit kommen willst, dass du erstmal davon auf Nahrung lässt, bis du abklickst und dann dir über Gold Gedanken machst. Also jetzt ist es okay, du kannst so in den 3 Dorfwohnern eh ins nächste Zeitalter gehen. Aber ja, es ist wirklich wichtig, erstmal in die vor der Allzeit zu kommen. Genau, und dann keine weiteren Dorfwohner mehr produzieren. Den brennenden Speer nutzen und Gedanken machen, was du machen willst. Dorfzentrum ganz schön untätig. Okay. Okay, Gedanken machen, über was für Einheiten du bauen willst, Gegner erkunden und dann geht sie ab die Post. Oh, Der ist jetzt unfreundlich, der kommt recht scharf. zwei. Das ist jemand gnädig. Er ist halt, wie viel hinten dran? 1 Minute 50 oder sowas. Also ist einfach mal schon über 4 Dorfwohner hinten dran an Idle TC. Ist schon einfach viel zu hart. Eieiei. Zu Schein, der hätte natürlich auch Coaching kriegen können. Ja. Okay, er hat halt immer noch keinen Plan so richtig, was er machen will. Ich glaube, ich will mal pausieren und wir diskutieren mal kurz, was wir erwarten und was unser Gegner macht. Okay, ich glaube, wir müssen uns mal ganz klar Gedanken machen. Japaner haben in Rural Kingdoms eigentlich ganz gute Scouts, ganz gute Arte, also so stabile und alle danach. Und deren absolute Stärke sind die Schwertkämpfer, weil die schneller zuschlagen. Den Wirtschaftsbonus hast du, weil du billige Goldlager, Holzlager und Mühlen baust. Und unser Gegner ist Inka.
Der kann einen guten Tower Rush, der kann auf Adlerkrieger gehen, meistens auf Bogenschützen oder sowas. Das heißt, irgendwie müssen wir uns einen Plan machen. Okay, was machen so unsere Einheiten gegen seine Einheiten? Möglich wäre gewesen, dass wir selber auf Schwertkämpfer aggressiv gehen. Wird jetzt schwierig, weil wir immer noch keine Kaserne oben haben. Das heißt, jetzt vielleicht eine Kaserne, dann zwei Schießanlagen und auf Bogenschützen und Plänkler. Fände ich, glaube ich, ganz gut. Und viel erkunden, was er macht. Okay. Okay, was haben wir denn bis jetzt von ihm gesehen? Er ist auf jeden Fall auf Gold, also Was könnte sagt von uns das? Bogenschützen kommen oder ja, oder Adlerkrieger. Genau. Okay, und wovor haben wir mehr Angst? Würde sagen, vor den Adlerkriegern. Okay, genau. Das heißt, wir müssen jetzt gut erkunden, baut er Schießanlagen, baut er mehrere Kasernen. Okay? Okay. Dann, ja, genau, einfach gut produzieren, Dorfzentrum am Laufen lassen und schön aus beiden Schießanlagen produzieren. Und der nächste Schritt ist dann irgendwann das Angriffsupgrade kriegen und dann vielleicht mal angreifen. Aber wichtig ist erstmal kunden, was macht er? Wir bauen eine Kaserne, zwei Schießanlagen. Okay? Okay. Noch Fragen? Nee, ich denke, erstmal geht der Plan. Okay, dann frage ich ihn, ob er bereit ist. Und vielleicht muss ich das auch noch alles schreiben. Yes. Und ab geht's. Alle Kriegern konnten aber mit Schwertkämpfern, ja. Das ist durchaus möglich. Es geht auch mit Bogenschützen, ist auch schon nicht so schlecht. Wir brauchen übrigens viel mehr auf Holz. Viel mehr auf Holz, wenn wir zwei Schießanlagen bauen wollen. Zieh mal alle deine Bärenleute auf Holz ab. Okay. Aber ich habe auch nur einen Lumbercamper. Hey. Okay. Uff. Genau, bauen wir erstmal nur eine Schießanlage, ist okay. Und jetzt erkunden, was baut er? Das ist ganz, ganz wichtig. Ist wirklich. Okay, er baut jetzt erst eine Kaserne gebaut. Auch eine Menge Untätige. Und was hat er baut er jetzt? Schmiede, okay. Oh, was sagt uns Schmiede? Fast Castle. Was braucht er dann noch? Marktplatz. Müssen wir mal schauen, was er baut. Ja. Erkunden, wie viele Farmen hat er? Ich habe jetzt keine Farmen gesehen, ne? Das sagt dann eher keine Fast Castle. Weiter, wichtig, dass wir viel erkunden. Oh Gott! Warum hast du Farben, neue Farmen gebaut? Wir brauchen nur Holz gerade. Das Oh ist also je, kein Holz für Schießanlagen. Kein Holz für Schießanlagen. Naja. Und machen wir das Holzupgrade im Holzfällerlager. Das hilft dir richtig viel weiter. Genau. Machen erstmal keine Farben weiter. Den Scout nutzen, schauen, wie viel hat er auf Gold. Und was baut er noch weiter als Gebäude? Und ich lasse dich mal wieder ein bisschen alleine. Okay. Ich glaube, hier muss halt wirklich noch eine Menge so an Mechanics allgemein gearbeitet werden. Jetzt baut er die Schießanlage. Das heißt, zu seinem ersten Militäreinheit wird so nach 15 Minuten 30 oder sowas draußen sein. Schon hart. Und jetzt baut er hier auch erstmal das Haus. Eieiei. Und der Scout muss halt immer in Bewegung sein. Oh, da würde ich halt ein bisschen mehr Micro wünschen. Was sehen wir denn? Wir sehen hier nur die Schmiede bis jetzt. Wir haben keinen Markt gesehen, wir sehen nur drei Farmen. Ich habe nicht so viel Angst vor dem, was der andere baut. Oh, hat früh, ganz frühes Flättchen hier. Okay, wir machen ein bisschen Schaden. Oh, laufen weg. Oh, der andere hat sogar zurückgemicrot. Okay. Ja, das heißt, wir sind in ganz gute Position. Damit wäre jetzt eine schnelle Schmiede und dass wir dann auch in Richtung Ritterzeit gehen. Okay, ich glaube, eine Schmiede ist fast besser als eine Schießanlage gerade, weil wir halt so viele Ressourcen haben, dass wir echt Ja. ganz schnell auch in Richtung Ritterzeit kommen können. Genau, und ich glaube ganz ehrlich, wenn du drei Plänkler hast, würde ich keine weiteren mehr bauen. Und einfach jetzt auch dann keine Dorfwohner mehr danach. Also mach noch zwei und dann versuchst du Ritterzeit zu gehen, okay? Wir brauchen auch mehr Häuser. Ah, die Mauer gefällt mir sehr. Okay.
Wir haben ein bisschen wenig Kontrolle über die linke Seite. Vielleicht da so ein drittes Haus noch. Oh ja. Damit er nicht ins Gold und ins Holz reinlaufen kann, wäre ganz gut. Ja, gefällt mir gut. Und ich höre auch die ganze Zeit die Hotkeys durchklicken. Das gefällt mir auch gut. Oh je, okay. Ja, ich hoffe, mit dem Mikro, das passt einigermaßen. Alles gut. Das hört sich gut an. Okay. Okay, jetzt muss er an sich nur kurz halten. Und dann sollten wir die bessere Wirtschaft haben. Ich sehe den anderen jetzt nicht so schnell in Ritterzeit kommen wie uns. Wir haben hier drüben die Mauern stehen, die Plänkler verteidigen. Jetzt baut er halt ein. Was baut er denn gerade? Ah, jetzt macht er das. Das ist das Verteidigungsabkommen. Das ist halt richtig schlecht. Und der Plan war, so schnell wie möglich in Ritterzeit zu kommen. Und er haut nochmal 100 Nahrung raus. Ah, schau mal, wir bauen keine Dorfbewohner, wir bauen keine Plänkler. Um alles nur für die eine Sache zu opfern, schnell in Ritterzeit zu kommen. Und dann ist das natürlich richtig kontraproduktiv. Aber ansonsten, ja, in den Kampf nehmen wir halt immer richtig gut, ne? Er macht blau wenig. Oh, 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 Lücke. Lücke hier. Oh, oh. Da kommen die Bogenschützen natürlich rein. Macht er trotzdem. Schau mal, hört ihr das, wie viel er die Hotkeys nutzt, wie gut er das macht? Wie er hier ist, weg, Microt. Da brauche ich halt theoretisch nur ein Dorf, wo er wegziehen. In dem Fall. Weil er hat ja genug Verteidigung hier. Die drei Plänkler machen das ja. Ich würde jetzt mich freuen, wenn er ein paar Bogenschützen baut, so ein bisschen seine Ressourcen nutzt und eine zweite Schießanlage. Finde ich ganz gut. Das hier drüben hat er abgemauert. Hat halt schon eine Menge Untätige. Muss ein bisschen häufiger nutzen. Genau, jetzt hat er hier. Okay, genau. Hat er gerade selber. Habt ihr mitgekriegt, wie er so ein bisschen gestimmt hat gerade? So, oh. Wollte auch Ritterzeit geben. Fletching haben wir auch. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Eieiei. Okay. Schaut gut aus. Jetzt möchte ich hier einfach eine neue Mauer sehen. Und eine zweite Schießanlage. So. Okay, dann sag mal, wie schaut's aus in dem Spiel? Wer ist vorne? Also ich bin auf jeden Fall hinten, denke ich. Warum? Ich habe den Anfang ziemlich versaut und ja gut, der Angriff jetzt war okay, denke ich. Ich habe nicht so viel verloren, beziehungsweise verloren habe ich nichts. Das Lumberkampf hier war vielleicht ein bisschen unnötig. Oh, nö, ich mag das. Eine zweite Schießanlage fände ich ganz cool. Vielleicht das Gold-Upgrade. Und dass wir uns Gedanken machen, dass wir die linke Seite, die obere Seite auch noch schützen, ne? Weil da sind wir gerade noch komplett offen. Und ich glaube, wir brauchen nicht mehr Farmen. Gerade haben wir nur 4 auf Gold. Das finde ich ein bisschen wenig. Und jetzt können wir mal richtig wieder in die Einheitenproduktion gehen. Ja gut. Er kriegt mit, er hat einfach nur keine Routine, ne? Das ist krass. Ich gebe ihm so 3, 4 Aufträge und er kriegt die alle irgendwie verarbeitet, ne? Ich habe gerade gesagt, bau eine Schießanlage, bau mehr aus der Schießanlage, mach das Gold-Upgrade und wall den oberen Bereich und er hat alles irgendwie hingekriegt. Es dauert halt so, weil ihm noch die technischen Möglichkeiten fehlen, mit wie schnell gehen die Hotkeys und hat die Routine, aber da passiert eine Menge im Kopf bei ihm. Das gefällt mir gut. Gefällt mir echt gut. Jetzt hat er natürlich die Schießanlagen zu voll, kann halt keine Upgrades machen. Wichtig wäre jetzt das +2 Reichweite, Armbrustschützen und das Holz-Upgrade. Das sind die drei wichtigsten Upgrades. Vielleicht könnt ihr hier drüben noch eine Uni bauen, dann für Ballistik. Wir sind auf jeden Fall in einer ganz guten Situation. Da macht er das, genau. Und da kommt auch die Uni. Hallöchen. Ich bin gemutet, Jungs, ne? Naja, okay, Gegner ist jetzt auch Ritterzeit. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir ewig nichts erkundet haben, weil wir hier leider unnötig und dann, oder semi-unnötig und dann unseren Erkunder vorher verloren haben. Okay, Holz-Upgrade machen wir noch nicht. Das hat er gut erkundet. Passt alles gut. Genau, das ist die Uni kann er auch mit einem Dorf wunderbauen. Das ist nicht so wichtig hier. Das macht jetzt nicht den Unterschied, dass er da mit zweien. Er hat eh nicht die Ressourcen dafür, ne? Wo stecken denn gerade unsere Ressourcen die ganze Zeit? Er hat halt richtig viele Ressourcen einfach hier. In der Schießanlage auch, ne? Schau mal, hast du wenig Ressourcen für Ballistik, hast aber in jeder Schießanlage 4 Bogenschützen gequeued. Stimmt. Ne? Wenn du einfach jeweils 2 Cancels hast, kannst du ganz easy dir Ballistik leisten. Das stimmt. Okay. Ein Dorfwunder macht hier gerade Wanderung. Ah, du baust da drüben ein Dorfzentrum. Okay. Genau, ja. Mein Gold Okay. ist ganz weit weg, ich Was glaube. macht denn unser Gegner gerade?
Das ist eine gute Frage, ja. Das ist eine Frage, die du immer beantworten musst, zu jeder Zeit im Spiel. Okay, wenn ich den Scout verliere, ja gut, ich habe ja jetzt Einheiten, mit denen ich gehen kann. Genau, du kannst entweder hier mit den Armorschützen vor, die ich gerne Armorschützen als Armorschützen sehen würde, halt. Mhm. Also eigentlich kannst du jetzt wissen, was er macht, weil rechts eine Einheit war, die entscheidenden Upgrades hat, um es hier zu verraten. Okay. Die habe ich natürlich übersehen. Ja, ist doch schwierig zu sehen. Okay, was macht er? Er baut Eagles, also Infanterie, dann bin ich aber mit dem Bogenschützen gar nicht so schlecht. Ja, die Eagles haben halt eine ganz gute Panzerung gegen dich, ne? Okay. Das heißt, ich misch noch, was könnte ich noch mit reinmischen? Einen gemischten Ritter rein, der beste Konter, aber sehr langsam, wäre ein Langschwertkämpfer. Musst du sehen, wie viel er baut. Okay. Wichtig ist, dass wir jetzt aktiv bleiben in der Karte und trotzdem, wir haben ja gut Armee durchproduziert, dass wir die irgendwie nutzen. Mhm. Ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel die Plänkler immer zum Erkunden benutzen, um mit den Armbrustschützen entweder richtig attackieren oder zu Hause verteidigen. Im Fall hast du halt seit Beginn des Spiels noch nie irgendwie Aggression wirklich ausgeübt. Das stimmt, ja. Das ist hart dann. Trotzdem, glaube ich, hätte ich noch mehr in Richtung Holz mir gewünscht. Muss ja nicht direkt dran sein, aber dafür, dass die Dorfhunde dann ein bisschen geschützter sind. Hier die drei Plänkler, die ich immer auch geteilt. Da kommt jetzt ein Bogenschütze bei ihm zu Hause rein. Er baut weiter Armbrustschützen, gefällt mir gut. Hat nicht viele Einheiten die ganze Zeit, ne? Was haben wir denn hier? Jetzt ein paar im Dorfzentrum halt, ja. Das hat er schnell gesehen. Und jetzt hier? Keinen einzigen Untätigen. Bei 27 Minuten und Pop 56. Armee bewegt sich halt nicht, das ist nicht so geil. Aber ansonsten gefällt mir das gut. Okay, später müssen wir die Mathematik machen, dass Schubkarre schon hätte längst kommen müssen. Es hätte viel, viel früher da sein müssen, aber ja, passt schon. Okay, jetzt bauen wir draußen die Burg. Samurai sind halt auch echt ganz gut gegen. Das sind ja eine der besten Konter gegen Adlerkrieger. Macht er gut an vielen Fronten. Das Dorfzentrum hat er jetzt noch nicht so richtig benutzt. Okay, da hat man das gerade gehört. Das ist cute. Okay, das Holz-Upgrade. Das müssen wir, ist jetzt Quatsch, wenn ich ihm das sage, dass er es machen muss. Da müssen wir halt wirklich später sagen, wie wichtig die Wirtschafts-Upgrades sind. Das zweite Holz-Upgrade. Oh, schaut euch das mal an. Der Quick-Wall. Sweet stuff. Und hier drüben auch Quick-Wall vom Gegner. Was ist denn los hier? Ja, wirklich. Wo die 1600er 2018 vernünftige Quickwalls können. Eieieiei. Das Dorfzentrum, jetzt kämpft das hier mit den Dorfwohnern nieder. Einer arbeitet weiter hier drüben. Na, weiß er nicht so richtig, was er machen soll. Ich hoffe, dass er jetzt nicht komplett bis nach Hause läuft damit. So, Double Kill. Okay, bleibt hier weiter aktiv. Ist hier auch drin der gleich? Das passt schon. Gefällt mir. Uiuiui. Oh Gott. Oh, leichte Verluste, das kann er niemals kämpfen. Eieiei, auch noch gegen den Hügel. Eieiei. Einfach wegrennen wäre die Lösung gewesen. Eieiei. Okay, das ist gut. Okay, schätz mal, wie viel davon hast du? Wie viel davon hat er? Also ich denke, er hat deutlich mehr als ich. Gib mir mal zwei einfache Zahlen so. Ja, also ich habe so um die 60 vielleicht. 65? Ja. Also, ja. 58, glaube ich. Ja. 56, ja. Okay, und wie fährt er so? Gute Frage. Schwer zu sagen, woran kann ich das ableiten? An den Punkten und natürlich, wie das Spiel gelaufen ist, ne? Ob er extra Dorfzentren hat. Und
Ja, was er so an Einheiten gebaut hat. Oh je, jetzt auch noch blockt. Also was denkst du denn, wie weit ist er von... Was denkst du denn, wie weit ist er von... Imp entfernt? Also ich denke, er ist kurz davor. Kurz davor, dass er es Wobei, erreicht. er hat auch, er hat nicht viel, er hat eine Burg. Ja. Ich denke, wird nicht mehr lange dauern. Okay. Wobei, von den Punkten her ist er auch nicht so weit vorne. Ja. Okay, was für Einheiten wollen wir denn gehen? Auf jeden Fall Bogenschützen und vielleicht ein paar, ja, Ritter oder Leitkraft für die Onaga? Oder nee? Wäre jetzt so meine Idee. Ja, nicht so abwegig. Dann ging das übrigens noch nicht ab, ne? Punkte sind, also ich habe auch, die Punkte sind gerade gedroppt. Also wenn, dann kommt er wirklich gleich rein. Und dann wäre eigentlich richtig tot. Aber ich glaube eigentlich, dass der andere noch nicht ab sein sollte. Dann hat er auch eine Waffenschmiede gebaut, hat eine Burg gebaut, hat früh geupgradet seine Einheiten. Also hat schon eine Menge auch in Militär investiert. Natürlich immer schwierig zu sagen, wie gut der Gegner wirklich ist. Wir haben halt unendlich viele Ressourcen da, ne? Die werden nicht richtig auf die Karte bringen, das ist schon nicht so geil. Haben jetzt vorne auch alles verloren. Und ja. Auch viel mehr Farmen hier. Wenn wir einfach 10 mehr Farmen hätten und das Holz-Upgrade, können wir auch fast nach innen klicken. Hat hart unsere Bogenschützen unter dem falschen Platz. Und das hat wirklich hier seinen 5 Armeschützen gequeued. Das ist schon eine harte Sache. Bevor du in jeder Schießanlage wieder 5 Armbrustschützen queust, lieber eine zweite oder dritte Schießanlage bauen. Vielleicht eine Waffenschmiede oder sowas. Gibt schon bessere Optionen. Weil das sind wirklich einfach tote Ressourcen in dem Moment. Ja. Jetzt haben wir noch Stein. Also ich hätte die Burg jetzt hier gebaut, um das Gold ein bisschen mitzuschützen. Okay. Wow. Finde ich okay. Ja, Und baue ich, baue ich, baue ja, ich. okay. Aber ich hätte sie halt eher auf dem rechten Hügel von deinen Armutsschützen gebaut, um das Gold, Stein und das Oh Holz zu schützen. ja, richtig. Das Naja, okay. Hügelbonus ist ganz geil. Ne? Das stimmt, ja. Und wir wollen ja auch auf potenziell Samurai gehen später. Auf jeden Fall hast du jede Menge Holz. Ja, ich würde Und ja, ich sagen, fände es gar das nicht ist falsch, wenn du ausgewogen. einfach nochmal 15 Farmen baust oder so. Ich glaube, Samurai und später eine ganz gute Einheit gegen Inka, solange er nicht auf erstmal verteidigen. Solange der Gegner nicht auf Slinger kommt. Aber es wird dann einfach sehen. Schade. Das hat geschmerzt. Ai, ai, ai. Na gut. Auch hier jetzt hat er Standground drin. Oh, hat er ein weniger Reichweite oder was passiert hier? Er wurde hier abgeschossen. Und was passt mit deinen Armbrustschützen gerade nicht? Und wie? Ja, genau. Ah, ich kämpfe nicht so richtig zurück.
Und halt richtig viel zu viel Holz, ne? Und ich will mit der Rinderproduktion nicht beginnen, bevor du Imp bist. Oh Okay, das wird nichts. Ah, ist das halt leider auch offen. Ah, ich glaube, das Spiel ist halt durch. So. Die Punkte sind zwar ausgeglichen, aber jetzt, was macht er denn? Ah, jetzt habe ich ihm, hab ich gerade gesagt, dritter Produktion erst, nachdem er Imp ist. Er muss halt unbedingt nach Imp kommen. Er investiert gerade schon wieder viel zu viel Nahrung in verschiedenste Sachen. Manchmal muss es doch schon einfach eine sein, wenn man halt dann schnell Imp kommen kann. Und das ist einfach gerade super wichtig für ihn, dass er Ablässe kriegt, damit er Triebwerke kriegt, damit er die ganzen Upgrades machen kann. Furchtbares Spiel. Und jetzt wird er halt komplett tot geradet einfach. Ja, ist schon. Ist hart. Jetzt, oh Gott, jetzt haut er die ganzen Armbrustschützen hier komplett weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht der denn? Was ist denn hier los? Oh fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Das blöde Haus. Vergessen. Das blöde Haus. Ja, jetzt wird's hart. Ah, ich glaube, das kann man nicht mehr gewinnen. Okay, das war wirklich Okay, dann erzähl doch mal, was hast du alles gut gemacht in dem Spiel? Oh, das ist ja nicht so viel, würde ich Da ist eine ganze sagen. Menge viel Gutes. Also, fang mal an. Okay, also mit den guten Sachen. Oh je. Ja. Puh, schwierig. Tja, ich wüsste gar nicht, was so wirklich gut gelaufen ist. Okay. Ich fand, dass du gut eine Kontrolle über deine eigene Map hattest, wie du dein Gebäude gebaut hast. Mir haben deine Mauern gefallen. Ich fand gut, dass du wieder die Armbrustschützen zusätzlich genutzt hast, dass du sie passiv hast, nicht irgendwie random durch die Karte geschickt hast. Ich fand deine Reaktion da gegen die Eagles und die Archer ziemlich gut mit den drei Plänklern. Und ja, ich fand auch deine Aggression unten ganz gut. Du bist halt in die Mangel reingelaufen. Das ist halt hässlich gelaufen, aber es war ein guter Zeitpunkt, fand ich. Dann hast du, fand ich, die logischen Schlüsse gezogen. Je nachdem, was wir gesehen haben, auf was er gehen kann, fand ich ganz gut. Ja. Und was ich halt wirklich heftig fand, ist, aber das ist jetzt nichts direkt mit dem Spiel, wie krass du meine Informationen verarbeiten konntest. Ich pausiere, gebe dir fünf Aufträge und innerhalb von einer Minute hast du die alle abgearbeitet. Das ist schon wirklich, also ich glaube, da kann ich Leute, die deutlich erfahrener sind, mit den gleichen Aufgaben versehen. Und die würden sich ja deutlich schwieriger tun. Von Okay. daher, ja. Okay, was denkst du sind Ja. deine Baustellen? Was müssen wir lernen? Ja, also ich muss auf jeden Fall lernen, mehr um Einheiten zu kümmern. Das ist total das Problem, wenn ich ja viel das Multitasking einfach immer ein Auge auf meine Einheiten zu haben. Gerade bei Mangen, da habe ich immer ein bisschen Probleme, da zu micron. Ja, ansonsten, ja, der ganze Start war furchtbar. Da hat ja gar nichts gepasst irgendwie. Da, ja, da muss ich mal wieder ein bisschen ran, würde ich sagen. Ja, genau, das sind, denke ich, so die schlimmsten Sachen gewesen jetzt. Ja, und zum Ende, ja, war dann irgendwie zu viele Baustellen und nicht so Ja. richtig auf den grünen Zweig gekommen. Ja, am Ende war es hart, genau. Da hat es viel zu viele Ressourcen gehabt. Wie viele Gruppen Genau, benutzt ja. du? Ja, eigentlich nur für meine Einheiten, die ersten paar. Ich müsste mir noch angewöhnen, die Gebäude auch auf Gruppen zu setzen, die Produktionsgebäude. Kannst du machen, ja, genau. Das könnte Ja. helfen. Genau, weil man hat mitgekriegt, dass du die Hotkeys ziemlich gut nutzt und dass das effektiv funktioniert. Daher weiß ich nicht, da vielleicht mit Gruppen einarbeiten, wäre es auch noch ganz gut gewesen. Dann gab es mir persönlich das zweite Holz-Upgrade und die Schubkarre. Viel zu spät. Ja, Zweiter ja. Holz-Upgrade sollte eines der ersten Upgrades sein. Vielleicht einfach das +2 Angriffs-Upgrade, Armbrustschützen und dann
Doch, von der Produktion vielleicht sogar stoppen. Ne? Du musst halt überlegen, es bringt halt nochmal, was bringt das, 10 oder 15% mehr Holz? Das ist halt, wenn du 20 auf Holz hast, ist halt einfach richtig viel. Ja, Ne? okay. Also das ganze Spiel dann ist schon einfach brutal gut. Ja. Vielleicht mehr auf die Ressourcen schauen Oh ja. und die dann einfach auf die Karte bringen. Ne? Ja, Das wäre ganz dreieinhalb gut für. Karols, ja, Genau. 200.000 Gold, ja. Und halt auch die Überlegung, ne? Was brauche ich als nächstes? Also auf was muss mein Dorf von da gehen? Ne? Am Anfang feudal, dass wir da mehr Felder bauen, obwohl wir eigentlich Schießanlagen bauen wollten. War halt. Ja, das war ziemlich blöd, ja. War schwierig, ne? Genau. Genau, ja. Ja, das ist so der Standard, wenn man versucht. Also ich trainiere meistens, wenn ich übe, dann so fast Castle einfach um, ja, oder mal so. Und da sind dann die Felder schon so drin, aber das muss ich mir jetzt auch ein bisschen abgewöhnen, beziehungsweise ein bisschen mehr drauf zu achten. Ja, das ist halt, KI macht immer dasselbe, ne? Da kann man zwar die Grundlagen schön üben, aber Ah ja. es ist auch, ja, es schleichen sich dann halt auch so Sachen rein. Okay. Ja, dann hopp, noch einen Versuch und dann spielst du noch eins und dann schauen wir, wie es ausschaut, wenn du einen stabileren Start hast. Okay. Selbstbewusstsein war jetzt gerade natürlich schon sehr am Boden. Ist natürlich auch schwierig so, ne? Wenn man so ein Spiel verliert und sah nicht so prall aus. Er hat ja einfach gar keinen Schaden das ganze Spiel gemacht, ne? Was haben wir denn getötet? Ein paar Plänkler vielleicht, ein paar Bumschützen, aber wir haben nicht einen einzigen Dorfwohner getötet, nie den Gegner unter Druck setzen können. Das war schon hart. Ja, von daher, ja. Ist Subcoaching gerade los? Nee, Räucherwochen, wir sind genau in der Mitte. Von daher, wenn noch mal jemand kommen könnte, geil, aber gerade eigentlich echt ganz guter Gegner, glaube ich. Das wäre ganz cool, wenn wir hier jemanden hätten. Ist die Frage, ob PR vom Stream ist oder nicht. Nochmal kurz, kann man bei deinen Subcoachings auch ein Replay mitbringen und zur Analyse anschließend Verbesserungen? Fände ich richtig gut. Elfisch, wenn wir das machen wollen. Fänd ich richtig gut. Hallo, Herr Nilpferd. Wie kann man sich für diese Abonnentenausbildung bewerben? Ach, vielleicht muss Subscribe erscheinen. Regel Nummer 1 zum Besserwerden, aggressiver. Ja, ich glaube, Regel Nummer 1 ist wirklich einfach einen besseren Start hinkriegen. Und dann kann er halt stabiler ins Spiel kommen. Also für uns wäre es gut, wenn nochmal jemand kommen könnte. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich dir beibringen kann, Schein. Hoffnungsmals verloren. Vielleicht. Okay, wäre gut, wenn nochmal irgendjemand so HD, so 1600, also irgendwas zwischen 1500 und 1700 kommen könnte. Und dann spielen wir hier noch ein zweites Spiel. Oder wenn einfach PDOT. Aber na, vielleicht auch nicht. Timber auf Wandi, sorry. Würde gerne spielen, habe noch nie Multiplayer gespielt. Dann solltest du das langsam mal dir besorgen. Von Henk war es ja auch, glaube ich, erst. Was hat er erzählt? Ein Multiplayer-Spiel muss ja mehr haben. Er hat ja 16, 13, außer er hat das genau gewonnen. Ist er über Wurde drin? Nee, wir spielen gerade auf HD. Spielen wir einfach gegen ihn und hoffen, dass es kein Smurf ist. Niemand vom Stream? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Schaut nicht so gut aus. Noch ja. Okay. Das passt doch gut. Dann have good luck. Okay, Henk, was ist dein Ziel für das Spiel? Erstmal ein besserer Start wäre schön. Ja.
Und Finde ich dann mal gut. schauen, was geht. Ja. Dieses Mal, glaube ich, warst du 1:50 hinter der perfekten Zeit. Also einfach mal knapp über 4 Dorfbewohner schon hinten dran. Ja, Nur durch und Idlezeit. Dann einfach richtig hart gegen jemanden, der einen stabilen Start hat, noch was zu machen. Der hat dann einfach von allem einfach mehr. So, dann kannst du machen, was du willst. Deswegen ein guter Start ist wirklich das, was dir einfach richtig hilft. Okay. Elvis, ich glaube nicht, dass er die Strategie spielt. Okay, schauen, was sie jetzt machen. Also spielen hier mit Bild und Meta oder kann da so ziemlich jeder mitspielen. Das ist gerade ein Coaching. Das heißt, ich versuche denen zu erklären, wie sie bessere Spieler werden, beziehungsweise in dem Fall Hank. Und wenn wir dann kompetitive Spiele machen später, wissen alle ziemlich genau, was wir machen. Ja, schauen wir mal. Und ja, baue wieder die richtigen Häuser. Wir sind Wikinger gegen Koreaner. Uiuiui, gegen Koreaner ist halt gar nicht so geil zu spielen. Dorfzentrum muss schon wieder laufen. Okay, macht er jetzt. Puh, ich war schon kurz davor, mich zu unmuten. Ist schon heftig, dass er auch hier die Schafe und so nutzt. Er macht schon eigentlich vieles verdammt gut, muss ich sagen. Ist schon in gewisser Weise. Ja, hat er die Grundlagen. Gefällt mir schon. Gefällt mir schon. Der Scout sollte halt niemals über einen Bereich laufen, über den er schon gelaufen ist. Ne? Er sollte immer ein bisschen außen laufen. So, genau, jetzt macht er es richtig. Und jetzt muss er hier links parallel laufen, beziehungsweise hier ein bisschen höher, weil das Schaf ja hier drin noch den Bereich erkundet. Genau, das gefällt mir gut. 6 auf Schaf. Jetzt müssen wir den neuen Dorfwohner. 9 Schaf ins Dorfzentrum. Das schaut stabil aus. Was er halt nicht macht, was halt schon ganz gut ist, an sich, wenn man die alle auf einer Gruppe haben, sodass man dann immer schnell ins Dorfzentrum und wieder reinklicken kann. Und dann klappt das ein bisschen besser. Und außerdem will man halt zwischen den Schafen alle schon mal aufs nächste Schaf klicken. Damit die halt nie da rumstehen. Weil normalerweise ist halt Schaf ist alle und alle stehen erstmal auf und denken sich so, was mache ich mit meinem Leben? Ach ja, ich bin ja Schäfer und da ist noch ein Schaf. Na gut, dann nehme ich's. Aber wenn man ihnen direkt sagt, bap, hinter, dann laufen sie direkt hin. Und geht los. Ich glaube, gegen Kyoriana würde ich ab sofort immer Drush, um einfach einen potenziellen Tower Rush abzuwehren. Aber klar, wirklich immer das Beste ist. Naja. Vielleicht. Viele Drushen, ne? Inzwischen gegen Kyoriana. Okay, oder 3 auf Falls. Jetzt kommt ein neues. Bis jetzt läuft das Dorfzentrum gut bei ihm. Das gefällt mir gut. Und jetzt baut er ein Haus. Oh, das ist interessant. Ich glaube, dann kommt das Schwein zu spät. Oder? Bis das Haus hier fertig ist, bis er das Schwein hat, dann. Da wird das untätig sein. Der Dorfwohner hätte das Haus nicht dort bauen sollen. Oh, bedenken, bedenken. Scoutet gut. Der nächste Dorfwohner muss hier auf Nahrung gehen. Hat schon 4 auf Holz. Er hat vorhin gesagt, er will 3 auf Holz haben. Jetzt schickt er schon wieder 5. Okay. Nö, ja, passt mit dem Schwein ganz gut. Minimal zu spät. Aber wirklich so, kann halt 5 Sekunden früher kommen. Oh, ja, mit meinen Gefühlen spielt. Wie gefällt dir dein Start bis jetzt? Ja, auf jeden Fall deutlich besser als eben. Ich bin sehr zufrieden. Das freut mich. Einfach so weiter, dass wir die 4 Schafe noch nicht gefunden haben, ist nicht so geil. Schaffen wir vielleicht in der Runde da oben und müssen uns dann ums Schwein kümmern. Ansonsten passt das. Weiter so. Da sind sie. Na, zumindest zwei. Oder nur eins, okay. Also Schafe sind immer zu zweit. Ich weiß nicht, was da los ist. Hat der Gegner vielleicht schon eins geklaut? Das ist komisch. Er muss halt sofort den Dorfwohner losschicken. Höhe ist Holz. Er hat einfach 5 wieder auf Holz, ne? Oh oh, Dorfwohner muss los. Auch von einem Dorfwohner Richtung Nahrung. Bis Richtung Wildschwein. Okay, ja, machst du. Okay. Wann muss ein Dorfwohner normalerweise los fürs zweite Schwein? Bei 100, glaube ich.
ungefähr. Ja, Oder? bei langen Entfernungen auch gerne mal 150. Ich glaube, hier hätte ich ihn ja bei 150 losgeschickt. Okay. Hey, noch schön Dorfwohner gebaut. Brauchen bald mal ein Haus. Kommt. Kommt denn Und dann wird den Speer ein bisschen besser nutzen. Und der Schweindorfwohner springt! Ohuhu. Das macht er gut. Das macht er gut, der Junge. Das macht er wirklich. Eieiei, den habe ich so sterben sehen. Schon wieder zu früh auf Holz. Naja, du schickst zu früh auf Holz jetzt. Zweite Holzverlager. Du hast eh zu viel schon auf Holz. Und jetzt wieder zu früh. Du musst Oh, wirklich okay. erstmal komplett alles auf Nahrung bringen und dann kurz bevor du abklickst, kannst du einen schicken. Okay, alles klar. Aber wird jetzt eng mit der Nahrung. Bei wie viel soll ich normalerweise, also würdest du jetzt hochgehen? Kommt ein bisschen auf die Strategie an, was du hast. Ich finde so, ja, ich würde jetzt zwei Dorfbewohner hinten canceln, Webstuhl machen, dann abgehen. 22 ist gute Zahl. Okay. Und jetzt ist das Timing, wo du langsam Dorfhunde auf Holz noch schicken kannst. Weil jetzt natürlich so zwei Leute auf Bären macht nicht so den Unterschied. Okay, perfekte Zeit wäre hier bei Pop 22 10 Minuten 5. Schauen wir, was wir haben. Und jetzt so viele Farmen ist natürlich Wo war denn Quatsch. mein Deer? Ich könnte auch noch Deer holen. Ist es sinnvoll, da eine Mühle zu bauen bei einem Deer jetzt? Oder lieber auf Felder dann? Komm mal, auf was willst du denn gehen? Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Wikinger ist Das auch wieder musst so du ein. vorher entscheiden. Ja, okay. Tja, was bleibt denn da? Bogenschützen und. Ja, mal Bogenschützen gucken. wären eine Option, Plänkler wären eine Option, Schwertkämpfer wären eine sehr gute Option gewesen mit Wikingern. Aber du bist weder auf Gold, noch hast du viel auf Holz. Also ist schon wieder so ein bisschen. Wenn du zwei Schießanlagen haben willst, brauchst du 10 oder so auf Holz. Gerne mehr. Ne? Jedenfalls jetzt wieder viele Idols. Aber natürlich vier die Mühle bauen. Ist es nicht so super schnell, das heißt, du an sich nimmst du mal drei, die schon mal auf das Reh schießen und einer, der die Mühle fertig baut. Okay. Kaserne wäre ganz gut. Und erkunden, was er macht. Vorwort Gold. Jetzt halt auch erst gescoutet, ne? Ist halt. Ja, schauen wir dann. Ja, hätte ich am liebsten gerne so jemanden so HD 2000 oder sowas, der alle Grundlagen beherrscht, aber einfach so strategisch grobe Schnitzer noch hat. Und dass wir solche Leute coachen. Weil hier ist natürlich noch viel so. Ja, du musst Dorfwunder produzieren, du musst Upgrades machen, du musst deine Idols bekämpfen und sowas. Das ist halt was, wo wenig wirkliche strategische Tiefe drin steckt. Aber was halt trotzdem einfach mal durchgemacht. Als Schmieder gibt es halt noch gar keinen Sinn. Okay, warum eine Schmiede? Also ich wäre jetzt in Richtung Fast Castle, ehrlich gesagt, gegangen. Ich sehe bei ihm jetzt noch nicht so viel Aggression. Okay. Na, vielleicht wäre es Natürlich. schlauer, auf Bogenschützen zu gehen in dem Fall. Ah, ich glaube, Fast Castle, ohne Mauern, ohne Einheiten, stirbst du halt gegen die allermeisten richtig schnell weg, ne? Gerade weil du auch Okay. noch ein sehr schlecht positioniertes Gold hast. Stimmt. Okay. Wie kann man sich dafür bewerben? Ich hab's heute ausgelost unter allen Subscribern, die es gab. Waren heute nicht so viele. Und ich glaube, ich mache das jetzt vielleicht so einmal im Monat. Einfach auf meinem Discord. Schauen, da poste ich dann immer, wenn ich Subscriber-Coaching mache. Ich glaube, ich werde auch
nächste Woche oder sowas mal wieder eins auf Englisch machen. Kommt immer sehr gut an. Und ich glaube, gerade meine letzte englische Folge, glaube ich, war richtig gut. Hat er die Schafe gelähmt? Wissen wir nicht genau. Wirkte so, ne? Minus eins. Hier drüben haben wir zwei. Die waren halt auch sehr offensiv. Vielleicht hat Mario die einfach schon vorher gefunden. Immer auf die Schießanlage. Ist wieder unsere erste Militäreinheit. Ist so unfassbar spät. Letztes Mal war es, glaube ich, 14:30 oder sowas. Früher kommt unsere jetzt auch nicht, ne? Das ist so 15:30 vielleicht. Das ist natürlich hässlich gelaufen. Das ist schlecht. Ja. Was habe ich denn für einen Gegner überhaupt? Das ist eine Frage, die wir uns auch früher stellen wollen. Was ist das denn für ein Fähnchen-Mod? Ich weiß gar nicht genau. Rocket Beans TV oder sowas. Weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, die habe ich noch drin, als ich bei denen kommentiert habe. Wusste jetzt auch nicht mehr genau. Haben wir einfach Nilpferde hier? Haben wir nicht so richtig gescoutet. Naja. Ich glaube, jetzt können wir wirklich trotzdem FC spielen, ne? Wieder zu viele Archer gecued, ne? Du hättest genug Ressourcen, um Ritterzeit zu gehen. Einfach zwei Archer canceln und dann kannst du abgehen. Den hinteren Archer weg. Genau. Jetzt halt das Problem, dadurch, dass wir nicht wissen, was er hat, ne? Was er baut. Warum? Okay. Ich glaube, ich finde eine zweite Schießanlage ganz gut. Du hast wirklich zu wenig Einheiten. Du hast in 16 Minuten und hast eine einzige Militäreinheit. Seit ein Zeitpunkt, wo der andere auch einfach mal mit 6, 7 Scouts kommen kann. Improving my German and AV skills at the same time. Thanks, Lily. You're very welcome. Ich habe technisch gesehen 800 plus, habe mich aber mit 2000 anlegen können und er sah zumindest nicht immer hoffnungslos aus. Ja, Elfisch. Elfisch, ich habe ja für dir auch mal reingeschaut. Da passen echt einige Grundlagen ziemlich gut. Gutes Timing für das Farm-Upgrade ist, wenn du viele Farmen gerade addest, ne? Du hast gerade vier neue Farmen gebaut, hätte ich perfektes Timing gefunden. Eine Farm dauert halt genauso lang wie das Farm-Upgrade. Das Upgrade hilft aber nur, bevor Die Farm fertig die ist. Farm fertig ist, ne? Ja, okay. Das heißt, Upgrade klicken, Farm sehen und es wird kurz vor fertig und hat dann mehr Nahrung. Okay. Wir brauchen viel mehr auf Gold. Für zwei Schießanlagen bräuchten wir 7 auf Gold. Und dadurch, dass wir noch Upgrades und so machen wollen, wäre das, glaube ich, eine Situation, wo wir gut 8 auf Gold gehen können. Und ich glaube, Fletching fände ich ganz gut. Vielleicht ein paar Plänkler mit einmischen. Und jetzt müssen wir das irgendwie verteidigen dort. Fletching ist super wichtig, das Fiederungs-Upgrade. Ja. Ist richtig wichtiges Upgrade für Bogenschützen. Jetzt wird er natürlich wieder hektisch. Jetzt muss ich ein bisschen mich zurücknehmen, damit er das alles hier managen kann. Jetzt schon Ritterzeit, das ist halt mit Wikingern richtig stark. Ne? Jetzt haben wir schon Schubkarre und Handkarre. Das heißt, die Dorfwohner laufen auch noch schneller weg, tragen halt sowieso mehr, arbeiten schneller. Schon sehr gut. Okay, Da hat er jetzt jetzt sie halt eingesperrt. ist schlecht. Ja, nicht so gut. Genau, und deswegen, das habe ich gemeint. Fast Castle geht nicht so richtig mit seiner Map, ne? Er hat nicht dort mauern können, hat ein super offenes Gold. Hat jetzt mir ein bisschen spät reagiert, aber der Gegner hat auch noch keine Upgrades. Wir hätten halt hier einen defensiven Turm gebraucht. Oder einfach allgemein mehr mauern, was halt schwierig ist auf der Map. Okay, hier kann er einfach eigentlich stehen bleiben. Machen echt richtig wenig Schaden. Vier Bogenschützen da ohne Befiederung. Ist echt nichts, wofür wir Angst haben müssen. Und das ist wieder seine Überreaktion. Das ist natürlich schwierig zu sehen, ne? Theoretisch reicht halt, wenn er hier drei Plänkler stehen lässt und mit dem Rest aggressiv geht. Das ist halt schwierig. Er denkt halt so, oh, das will ich keinen Schaden kriegen. Er schickt alles drauf. Kann ich nachvollziehen. Braucht mehr Dorfwohner auf Gold. Okay, was denkst du, wie weit ist er von Ritterzeit entfernt? Er ist schon in der Ritterzeit. Nee, wie weit ist er von Ritterzeit entfernt, ist meine Ach Frage. so, ich würde sagen, kurz davor, er hat ein paar Bogenschützen. Kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Hey, du bist ganz schön haust. Und ich fände das Lumber Camp, das Lumber Upgrade ganz gut. Ja.
Gute Mauern. Sehr gute Mauern. Okay, was denkst du, wie ist so deine Position im Spiel? Bist du vorne, bist du hinten dran? Also ich habe den Angriff ganz gut abgewehrt, von daher habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Allerdings von den Punkten her bin ich vorne. Ja. Okay, ich glaube, du bist in einer sehr, sehr guten Position. Ich hätte gerne jetzt die Upgrades auf deinen Militäreinheiten und dann möchte ich dich mal aggressiv sehen. Okay. Mach mal die Upgrades bitte. Also, Ja. Legionplankler, Armorschützen. Genau, Und bei Smoke Bogenschützen Grenade. machen wir immer erst das Angriffsupgrade und dann das Verteidigungsupgrade. Okay. Und bei Melee Units machen wir immer erst das Verteidigungsupgrade und dann das Angriffsupgrade. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Okay. Weil bei Bogenschützen bringt es ja uns ja Reichweite und Angriff. Ja. Und ja, bei Melee Units ist es halt sehr gut, eine Verteidigung mehr. Macht halt mehr Unterschied prozentual. Okay, Attacke. Oh. Okay. Oh. Jetzt wird's spannend. Der Turm wird gar nichts bringen, glaube ich. Kannst weder an das Gold ran, noch kannst du seinen Turm richtig erreichen. Der ist wirklich, ich glaube, komplett rausgeschmissenes Stein und falsche Hoffnung. Trotzdem kannst du immer noch aggressiv gehen. Deine ganze Armee. Nur weil da zwei Türme sind. Du kannst eh nichts mit seinem Skirms machen und du kannst ihn total zu Hause auseinandernehmen. Okay, ja, machen wir das. Wo ist denn mein zweites Gold? Vielleicht kann ich ja ausweichen. Oh, okay. Da Wir haben unten. sogar drei Gold in Age of Empires, ne? Immer einen 7er Block. Warte, wie viel ist das? 7er Block, ja. Und zwei 4er Blöcke. Quatsch. Kein Stein. Ah, hätte ich mal den Turm nicht gebaut. Ja. Okay, dann hätte ich jetzt auch Gold. Stein für ein TC. Ja. Na gut. Okay, Mario ist einfach deutlich schlechter als Hank hier. Das heißt, wir haben das Spiel ziemlich klar gewonnen. Aber es hat trotzdem, gibt so viele Sachen, wo wir uns verbessern müssen. Ne? Guck mal, wenig Wirtschaftsupgrades hier. Wir haben das zweite Farm-Upgrade nicht. Schon wieder Haust. Wenig Aggression. Und hier müssen wir jetzt einfach richtig zerstören. Muss man jeden Dorfwohner kriegen. Der Turm darf halt niemals hochgehen. Schau mal, wie was Micron. Schaut ganz gut aus. Eine Menge Westen, die fallen. Fällt mir. Na, jetzt sollten wir das Gold komplett. Oh, der sollte niemals auf den Turm klicken. Okay. Oh Gott, schaut schon sehr gut aus. Ich glaube, wir haben das Spiel halt gewonnen. Gutes Micro hier. Er ist schon richtig, richtig lange Haus, ne? Boah. Daumenring wäre auch mal ganz gut. Glaube ich, würde ich hier die Armbrustschützen hier stehen lassen und mit den Plank dann weiter aggressiv gehen. Oh, nächster Turm. Ist unfassbar, wie lange wir Haus sind. Wird die jetzt mehrere Minuten lang schon. Okay, wir sind wirklich schon so 2, 3 Minuten Haus. Brauchen echt mal viel, viel mehr. Und Daumenring wäre eigentlich mal ganz gut, ne? Du hast genug Ressourcen. Allgemein viel mehr Einheiten bauen. Diese Tower. Glaube, hier ist noch ein Gold, oder? Ich glaube ja. Bin ich ganz sicher. Muss schon irgendwie sein, ne? Da muss irgendwas sein. Wir haben einen Stein. Was ist unser anderes Stein? Hier. Ich glaube, hier ist noch ein Goldspot. Wie viel haben wir denn mehr Häuser gebaut? Nee, wir sind schon wieder einfach von der Pop. Das ist wirklich brutal. Eieiei. Okay, das ist so zu machen. Dagegen hat keine Armee zu Hause, ne? Einfach weiter Druck machen. Hat nichts. Wir können jeden Dorfwohner da töten.
Und erkund mal links von einem Holzlager. Ich glaube, da könnte ein Gold noch sein von dir. Meine Frage, ich wurde schon mal gecoacht, deswegen will ich mich ja nicht wieder anmelden und Leuten den Platz wegnehmen. Das ist sehr ehrenhaft von dir, Röchel. Aber hat mich seinen letzten einiges verbessert und fände es schon wieder mal interessant. Ja, fände ich auch. Also so. Ich glaube, es wäre. Könnte man da mal, wenn man das so gezielt plant, wäre es ganz geil, deine alte Folge zu sehen oder ein Spiel dort und dann zu sehen, wie du es jetzt Okay. beherzigt hast. Ah, da ist das Gold, ne? Der alte Farmtrick. Der alte Farmtrick. Ah. Hier, er muss einfach so viel mehr. Er muss einfach hier mit seiner. Hier muss er 5 Skirms haben. Hier 5 Skirms, da 5 Skirms. Da darf einfach kein einziger Dorfwohner von Rode arbeiten, ne? Da war einfach wenig Antwort gegen die ganzen Türme. Röche, vielleicht machen wir das mal als Sondersendung. Finde ich ganz interessant. Okay, hier wieder jede Menge Untätige. Ach hier, jetzt lässt er die Dorfwohner wieder arbeiten. Muss einfach nur dahin und das alles zustellen. Oh. Also, die machen jetzt eine Menge Schaden, glaube ich. Die Armorschützen, wenn die rumkommen. Guck mal, wie viele Ressourcen er einfach hat, ne? Und die Plankter stehen einfach im Nirgendwo. Steht einfach gar nichts da. Mario hat halt aber auch Probleme. Schon 5 Untätige, 6, 7 Untätige. Ja, schon eine Menge. Jetzt geht er hier geht er zum Killen rein. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich nicht gemutet war. Okay. Jede Menge Untätige hast du gefixt. Gut. Schau mal auf deine Nahrung. Irgendwas passt da nicht mit der Balance. Ja, wir müssen, hat auch ein bisschen viel Dauerreplays gesehen, glaube ich. Wo ist er denn mit seinen Archern hier? Vorne irgendwie rumlaufen. Macht er gut. Oh Gott, ich sehe schon den nächsten Magenschuss. Wir machen erstmal hier massiv Schaden gegen die ganzen Dorfwohner, ne? Rots Wirtschaft ist halt wirklich am Boden, ne? Aber wir können jetzt einen Magenschuss fressen. Dann wird auch das alles tot, ne? Okay, und glücklicherweise sind wir ein bisschen offen. Oh, endlich! Endlich zaubert er hier mal was. Okay, noch weiter gesplittet. Da ist er doch. Da ist doch das Micro, worauf die ganze Zeit gewartet haben. Okay, ich muss was gegen diese Türme unternehmen. Okay, wie denkst du, bist du im Spiel gerade? Ja, zu glücklicherweise ganz gut. Ich glaube, er hat nicht mehr allzu viele Dorfbewohner. Was denkst du zu deinem Pop gerade? Aber zu seiner? Ja, was denkst du, wie viel Pop hat er so? Ich kann es schwer einschätzen, aber da kann nicht mehr viel übrig sein. Vielleicht 20? Ja, finde ich. Ich hätte so 25 gesagt. Hat ja ein paar Dorfwohner noch vorne irgendwie, ne, die ein paar Türme gebaut haben. Zentrum, ja, okay. Aber viel ist da, glaube ich, nicht mehr, ja. Ja, Aber schaut ganz gut aus. ich tue mich total schwer mit den Türmen, muss ich feststellen. Vielleicht sollte ich einfach mal einen Teach-Workshop bauen. Oder einfach eine Burg. Ja, Hast du noch stimmt. Stein? Ich dachte, das wäre dein Plan gewesen. Ja, langfristig ja. Wir haben halt immer noch keine Ballistik. Immer noch viel zu viele Ressourcen. Massiv Idols. Armee, die nichts macht. Muss einfach. Aktion! Armee, da muss durch. Ich möchte die Hotkeys durchgeklickt hören. Wie viele Gruppen belegst du gerade? Hast du gerade belegt? Zwei. Okay. Ja. So.
Genau, die Burg zum Beispiel, weiß ich nicht mal, ob die den zweiten Turm erreicht. Ja, wir hätten da auf jeden Ja, Fall eine Burg stimmt. gebraucht, die beide Türme erreicht. Ja. Ja, mit den Reichweiten, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht so drin. Ja, kannst du einfach abzählen. Ne? Ja, wie viel, wie weit schießen die denn? Eine Burg schießt 8, du hast 2 Upgrades, macht 10. Also Okay. genauso weit wie sein Turm. Ja, Rot ist so tot. Wirklich, also er macht halt gar nichts mehr. Ne? Punkte sind einfach auch brutal. Da passiert nicht mehr viel. Jetzt macht er halt natürlich wieder beides, ne? Die Burg und die Waffenschmiede. Braucht er halt nicht unbedingt. Muss halt auf jeden Fall trotzdem besser seine Ressourcen auf die Karte kriegen, ne? Hat hier, oh, hat schon ein bisschen Nahrung verkauft und ein bisschen Holz gekauft. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Kann aber auch einfach vom Gegner gewesen sein. Der echt hier auch, ein paar Probleme hat. Na, jetzt geht der Tower Rush hier weiter. Da bin ich so richtig für Verteidigung. Und was halt Hank auch macht, er kämpft ja gegen keine Armee. Das heißt, die zu splitten wäre einfach auch eine richtig gute Option gewesen. Jetzt kommt Mörderlöcher. Das ist ein Upgrade, was man niemals braucht. Mörderlöcher ist echt ein Upgrade, was wir so gut wie niemals brauchen. Ja. Das ist so, du hast halt eine Burg, er hat keine Armee. Das stimmt. So. Okay, mir Das ist fehlt. echt Stein, was wir sparen können. Noch kannst du das abbrechen. Das läuft noch, ja, stimmt. GG! Oh. Sehr schön. Eieiei. Okay, Hank. Dann meine üblichen Fragen. Was Ja. hast du dieses Spiel gut gemacht? Also ich glaube, der Start war ganz gut. Zumindest besser als eben. Lass uns mal schauen. Gerade waren wir 1,50 hinten dran. Jetzt waren wir nur 2 Pop hinten dran. 10,5 ist perfekt. Wir hatten 11,2. Nicht mal eine Minute. Okay. Ja. Ja, ansonsten. Ja, was soll ich sagen? Es war gut. Ja, meine Base hat mir diesmal nicht so gefallen, muss ich sagen. Die hat mir. Nee, es geht nicht darum, was ist die Random-Generation, sondern was Nee, hast du? also vom Okay. Bauen her meine ich. Also ich habe sie Okay, schlecht okay. gebaut. Nicht, Okay. nicht, dass sie schlecht war, sondern ja gut, ich hatte Vorwort Gold, aber okay. Aber irgendwie habe ich ja nicht so richtig eine Mauer zustande gekriegt mit meinen komischen Häusern hier. Ja, und ja, mal wieder die Ressourcen nicht richtig ausgegeben, beziehungsweise auch nicht richtig verteilt. Und ja, die Türme haben mich, also im Tower Rush, ja. Komme ich noch nicht so zurecht. Okay. Waren ja an sich noch in der Phase, wo du sagen solltest, was du gut gemacht hast, aber okay. Naja, Ja, kein Problem, es ist schwierig. es ist sehr schwierig, ja. Okay, was finde ich, hast du gut gemacht? Ich fand wirklich, deine Dark Age wurde viel besser. Ich fand, deine Schweine hast du wieder gut hingekriegt. Du hast gut adaptiert, dass dir drei Schafe gefehlt haben. Ich fand deinen Scout sehr aktiv für sehr lange Zeit. Du hast gut geschaut, was er macht. Hast dann gesehen, dass er wenig Armee hatte. Von daher gibt es eine Menge Sachen, die mir gut gefallen haben. Du hast deine Probleme gesehen, hast dann gut die Einheiten gemoved und ich fand deine Walls da hinten im Holz auch ziemlich gut. Woran wollen wir arbeiten? Ressourcen auf die Karte kriegen natürlich. Und ich glaube wirklich, was das Wichtigste ist einen Gameplan machen. Du Ja. spielst halt vor dich hin und du spielst halt wirklich so ein bisschen Sims-mäßig oder auch SimCity. Das ist nicht so, okay, das ist meine Karte, das ist mein Volk, das ist die Strategie, die ich wähle. Ne? Dir fehlt da so ein bisschen so die Kaltschnäuzigkeit und so ein bisschen der Plan, okay, wie baue ich jetzt gleich meine Armee, wie gewinne ich das Spiel? Du bist eher so ein Richtig. bisschen so, erstmal schauen, was passiert. Ja, okay, ja, ich muss auch sagen, ich muss noch viel mehr spielen, einfach die Zivilisation ein bisschen besser kennenlernen. Mir ist es halt immer, ich muss meistens erst nachgucken, okay, Wikinger, was baue ich denn jetzt überhaupt? Okay. Das ist natürlich dann immer schwer zu planen, aber ja, da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich mich da ein bisschen
ja, vorher was überlege, beziehungsweise ja, auch ein bisschen mehr scoute vielleicht und daraus dann meine Schlüsse ziehe. Ja, ansonsten hat mir das gut gefallen und ich danke dir, dass du dafür bereit warst. Ich fand es sehr angenehm mit dir und natürlich danke dafür, dass du den Channel supportest. Ja, vielen Dank dir für das super Coaching. Hat riesig Spaß gemacht. Ja, und gerne wieder. Ja, werden wir sehen. Wenn das losglückt, ich hoffe, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr Leute haben, die da Interesse zeigen. Werden wir sehen. Ist sehr gut. Okay. Danke. Ja, ich danke dir. Okay, dann war das das Coaching.